So, die falsche Kamera ist an, ihr Lieben. Geil. So, schon besser. Wir schauen uns heute die erste Episode von Monarch Legacy of Monsters an. Es ist quasi die Monsterverse-Serie. Zum Monsterverse, wer hätte es gedacht? Die Serie spielt zwischen Godzilla 2014 und eben Godzilla King of the Monsters und gilt erneut, wie man es auch schon so kennt von so vielen Serien, als Brücke zwischen diesen beiden Filmen. Hierbei ist aber ganz wichtig zu sagen, in der Serie geht es scheinbar eben nicht um Godzilla. Der wird einen Auftritt haben, haben wir auch schon im Trailer gesehen, der möglicherweise aber nicht allzu groß ausfällt. Generell sollen wir ein paar Kaijus sehen, ja, aber wir müssen immer bedenken, die Serie heißt Monarch, Legacy of Monsters. In der Serie wird es um Monarch gehen und um die menschlichen Hauptfiguren. Darauf sollte man sich schon einstellen. Und ich bin da echt gespannt drauf, denn man könnte das Ganze in Zukunft auch so handhaben, dass man in den Filmen die Menschen immer mehr beiseite lässt, beziehungsweise denen nicht so eine riesige Rolle gibt und dafür eben jetzt diese Serien hier benutzt, um die Menschen mehr zu beleuchten. Das wäre ein ganz cooler Kompromiss, würde ich mal sagen, wenn das wirklich so sein sollte, dass wir jetzt noch mehr Serien bekommen im Laufe der Zeit. Wir schauen jetzt auf jeden Fall Staffel 1, Episode 1 von Monarch Legacy of Monsters, ob es eine Staffel 2 geben wird, keine Ahnung. Und ich habe wirklich Bock drauf. Wir steigen da jetzt mal sofort rein. Ihr habt hier oben einen Timecode eingeblendet, der natürlich zerstückelt mitläuft. Da wisst ihr aber ungefähr, wie ich jetzt wann wo reagiere. Regieren tue ich nirgendwo. Ich werde den gesamten Rewatch hier trotz allem auch auf YouTube hochladen. Das heißt, dann habt ihr den gesamten Timecode hier oben mit eingeblendet, damit ihr einfach komplett mitschauen könnt, parallel zu mir. In diesem Fall allerdings werden dann hier halt keine Videoschnipsel mit eingeblendet werden, wie jetzt in diesem Video. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Wir starten einfach jetzt mal mit Monarch Legacy of Monsters. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Okay, Apple TV Plus, soll ich dazu noch sagen, es gab viele, ich will nicht sagen Beschwerden, das klingt so, hätte man sich im Vornherein darüber beschwert, dass es eben nur auf Apple TV Plus läuft, die ganze Geschichte. Das war gar nicht der Fall, die Leute, die waren mehr so enttäuscht darüber, dass das Ganze bei Apple TV Plus läuft. Man muss dabei aber auch immer wieder bedenken, abgesehen von allem, was man Apple vorwerfen kann, hat Apple TV Plus trotz allem mitunter den weitaus besten Streamingdienst, was Qualität angeht. Definitiv, kleiner Tipp auch am Rande, Apple TV Plus lohnt sich sowohl für einen 4K-Fernseher, weil es gibt hier sogar Filme und eben auch Serien, die wirklich auf 4K laufen. Also das sieht zumindest mehr aus wie 4K als auf Netflix. Und es lohnt sich hier definitiv auch mit Dolby Surround System oder eben auch mit Headset zu hören, denn die unterstützen hier bis zu Dolby Atmos, meine ich zum Teil sogar, wenn nicht aber auf jeden Fall Dolby Digital. Ich lese es hier auch gerade, Dolby Atmos wird sogar bei der Apple TV Plus Serie Monarch unterstützt. Also wenn ihr die Serie hier schaut, Dolby Atmos ist hier mit dabei. Wie geil ist das denn? Okay, ich habe mein Wasser vergessen. So, ich weiß nicht, ob das wirklich reicht für den Stream, um die Folge hier zu streamen. Aber ich bin ja auch sehr schlau. Guckt mal, was ich gemacht habe. Damit ich jetzt kein warmes Wasser trinken muss, obwohl das Wasser halt hier im warmen Raum stand, habe ich mir einfach eine Thermoskanne mit Eis gefüllt. Ist das nicht genial? So, wir steigen jetzt sofort ein und gehen auf Monarch Legacy of Monsters, Episode 1, Staffel 1, Nachwirkung. Wir legen los in 3, 2, 1 und Action. A Legendary Television Production. Und jetzt sind wir auch schon auf Skull Island. Finde ich sehr spannend, dass die Serie wirklich in Skull Island anfängt. Skull Island 1973, alles klar. Also wir sind jetzt wirklich wieder ganz am Anfang. Ich versuche das gerade mal zeitlich einzuordnen. Das spielt jetzt zu dem Zeitpunkt, als Bill Render und Co. mit Samuel L. Jackson zusammen auf der Insel ist. Schätze ich mal. Diesen Clip konnte man übrigens auch schon vorher sehen. Und den gab es auch schon zuvor auf YouTube. Wurde der schon veröffentlicht. Die ersten 3 Minuten. Sieht halt geil aus. Es sieht halt wirklich gut aus, die Serie. Das freut mich total. Und so schön entsättigt. Das sieht nicht so krampfhaft bunt und hip aus wie Kong Skull Island. Oder auch Godzilla vs. Kong. Das war mir auch schon fast wieder zu bunt. Das hier ist geil. Und das Ganze müsst ihr jetzt chronologisch spielen
zur Zeit von Kong Skull Island, dem Film, als dann diese riesigen Spinnen aufgetaucht sind. Ne? Deswegen sehen wir jetzt auch hier diese riesige Spinne, die so Beine hatten, die ausgesehen haben wie, wie diese Bambusstäben. Und da scheint Bill Render kurz von der Gruppe abgekoppelt worden zu sein und hat dieses Buch jetzt eben weggeschmissen. Das hätte ich mir schon, ey, das ist geil. Ich hätte mir genau das schon bei der echt schlechten Animationsserie Skull Island gewünscht. Dass sowas Marial verfilmt wird, so ein paar andere Kaiju-Viecher gegeneinander kämpfen. Sehr cool. Oh, diese Spinne ist sogar krass. Ich hätte jetzt schwören können, dass die keine Chance hat gegen das Krabbentier. Ist das so eine kleine Anleihe an den allerersten King Kong gegen Godzilla, wo ja auch beide ins Wasser gefallen ist und man am Ende nicht wirklich wusste, wer jetzt eigentlich gewonnen hat? Eigentum von WJ. Also W steht für William. J, keine Ahnung. 2013, jetzt sind wir also ein Jahr vor den Ereignissen von Godzilla 2014. Und die ganze Szenerie jetzt hier erinnert sehr stark an Godzilla von Roland Emmerich. Kann man mögen, ich mag ihn, viele mögen ihn ja nicht. Aber mit dem Fisch jetzt hier, das ist schon cool. Das ist schon ganz geil. Oh, ist das kalt. Zum Glück habe ich auch was gegen die Kälte hier. Kaltes Wasser, Kaffee. Okay, sie haben jetzt auf jeden Fall das Buch von William Render gefunden. Und zwar, das müssen wir ganz kurz nochmal, Fremdworte, die man nicht aussprechen kann. Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz drüber reden, was da eben gerade passiert ist. Wir haben gesehen, wie William Render scheinbar zur Zeit von Kong Skull Island von der Gruppe abgekommen ist, hat das Buch genommen oder schon bei sich gehabt von Monarch, hat sich auch bei einer Person dafür entschuldigt, dass er es gestohlen hat, bei wem auch immer, keine Ahnung. Hat es dann ins Wasser geschmissen, also scheinbar wasserfest, oder diese Tasche ist irgendwie wasserfest, weil er dachte, dass dieser Kaiju jetzt eben auf ihn losgeht und dann das Buch wohl zerstört werden könnte. Also in dem Buch ist wohl irgendwas sehr, sehr Wichtiges drin. Irgendwelche Geheimnisse. Und ich frage mich gerade nur, das könnt ihr mir jetzt vielleicht mal in den Kommentaren beantworten, ist es so gewesen, dass Bill Render schon mal auf Skull Island gewesen ist, bevor der Film Kong Skull Island anfängt? Nee, ne? Der ist auch zum allerersten Mal da. Das heißt, die Szene eben gerade am Anfang, die muss eigentlich zur Zeit von Kong Skull Island spielen. Monarch Legacy of Monsters, written by Chris Black. Directed Matt Shackman. Sie scheint nach Tokio zu fliegen. Wir wissen ja, dass in der Geschichte spielen zwei Hauptfiguren die Rolle, zwei Geschwister, wohl ich glaube, das ist eine von den beiden Geschwistern. Ich weiß gar nicht, ob das Zwillinge sind, keine Ahnung, es sind auf jeden Fall Geschwister, die die Hauptrolle in der Serie übernehmen. Ich liebe ja Flughäfen, ey, ich weiß nicht. Okay, wir sind jetzt scheinbar aber wieder in einem Zeitsprung gewesen und jetzt sind wir nach 2014. Okay, sie hat jetzt gerade Flashbacks von dem Ereignis von 2014. War Radioaktivität im Monsterverse jemals eine Nummer gewesen? Oder was sollte gerade das Desinfektionsmittel da drin? Godzilla überall. Ich finde das geil, dass wir gerade wirklich sehen, dass die Welt Nachwirkungen hat durch das, was in Godzilla 2014 passiert ist. Das gefällt mir gerade sehr gut. Diese Sache auch mit dem Desinfektionsmittel, das gesprüht wird. Und dann eben seine Aussage daraufhin noch, die versuchen uns nur irgendwas vorzugaukeln, damit wir uns sicher fühlen. Könnte auf der einen Seite natürlich auch sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, das geht vielleicht schon so in Richtung Verschwörungstheorie jetzt. Gefällt mir sehr gut. Ey, original wie bei mir. Wenn ich im Flughafen bin und ich stehe vor diesem Fotoapparat, ich sehe immer so auf einmal aus. Also ich guck einfach so in die Kamera und dann macht die Kamera Klick und ich gucke einfach auf einmal so. Immer wieder. Schön, dass die Serie auch in Tokio spielt. Wir gehen also jetzt zurück zu den Wurzeln von Godzilla. Der japanische und auch chinesische... 2015. Raketenwerfer auf der Brücke.
Okay. Sie sind hier in der Branche? Monstervorbereitung im Moment groß angesagt. Menschen profitieren immer von den Tragödien der anderen. Mehr Profit als Tragödie. Wie meinen Sie das? San Francisco war ein Schwindel. Das haben die mit CGI. Ey, diese Serie passt bis jetzt. Das sind gerade die ersten 10 Minuten. Die Serie ist gerade aktueller denn je, finde ich. Wir haben jetzt Verschwörungstheorien mit drin, dieses Nichtvertrauen in die Regierung, dass die uns irgendwie alle manipulieren oder eben belügen wollen. Diese übertriebenen, schnellen Maßnahmen, die jetzt hier getroffen werden, auch, ich meine, so Raketenwerfer werden Godzilla nicht aufhalten, aber du musst ja irgendwas machen, du musst ja irgendwie reagieren. Ja, krass. Ich hoffe nur, die pulvern jetzt nicht alles schon direkt am Anfang raus und danach wird das alles dann so ein bisschen über den Haufen geworfen. Ich würde echt gerne so eine Welt sehen, die jetzt funktionieren muss mit Kaijus. Und was, Mom? Denkst du etwa, er sitzt hier und wartet, dass ihn... Okay, ich verstehe noch nicht ganz, was Kate jetzt hier macht. Also was ist jetzt ihre Mission gerade? Sie scheint irgendwo hingeflogen zu sein, nach Tokio, wo sie den Schlüssel von einer Wohnung hat, die aber anscheinend nicht hier ist, weil sie wusste eben nicht, ob überhaupt ein Schlüssel reinpasst. Ach, bitte mach das jetzt nicht zu konfus. Bitte jetzt, ne, so. Ah. Krieg ich gerade so ganz schlimme Godzilla, ja, wie hieß die Serie? Singular Point Wipes. Wo sie Rätsel aufgebaut haben, Rätsel, Rätsel, Rätsel und es wurde irgendwann so konfus, dass du gar nichts mehr gerafft hast. Okay, ihn kennen wir noch nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob hier generell eine Figur auftauchen soll, die wir schon kennen aus den Filmen. Ich bin voll erschrocken, ey. Was passiert hier gerade? Lass mich raten, das ist ihr Bruder. Das ist mein Vater. Oh, Papi hat auf zwei Hochzeiten getanzt. Jetzt habe ich's verstanden. Oh Gott, okay. Wir haben wieder einen Zeitsprung gemacht. Das ist Kurt Russells Sohn. Ich habe seinen Namen wieder vergessen, wie er jetzt hier im Film heißt. Aber Kurt Russells Sohn spielt dieselbe Figur wie sein Vater in der Serie. Nur spielt sein Vater die ältere Variante von 2015 und der Sohn die jüngere Variante von der Timeline jetzt hier. Das sind sauschöne Shots, ey, das gefällt mir echt gut. Ah, jetzt bin ich voll drin. Godzilla ist wieder da. Jetzt hab ich Bock. Sag uns, dass es daran liegt, dass du nie die richtige Frau gefunden hast. Bei euch sieht das alles so einfach aus. Tolles Kind großziehen, Monat zusammenhalten, das ist gar nicht so einfach. Die beiden sind die Gründer von Monarch? Also sie und der Fahrer, die sind anscheinend ein Paar. Und die haben Monarch gegründet vor 2014, aber weit vor 2014. Da bin ich mal gespannt. Das heißt, der Monarch muss auf jeden Fall sehr viele Sachen, die wir jetzt wahrscheinlich hier in der Serie sehen, geheim gehalten haben, die auf der Welt abgegangen sind mit anderen Kaijus. Einigermaßen Schutz bieten. Ich schätze, das kommt drauf an, vor was wir eigentlich Schutz brauchen. Hast du etwa Angst, dass wir auf einen Titan treffen? Okay, sie sagen auch noch Titan. Das haben sie auch noch in King of the Monsters gemacht, im zweiten Godzilla-Film. Sind wir jetzt in Russland? Ich hab's vorhin nicht ganz gelesen, da stand auf jeden Fall, wo wir jetzt gerade sind. Das sah aber eben gerade schon nach Russisch aus, oder? Es stand auf jeden Fall eben gerade da, wo wir sind. Ich habe nur zu spät gesehen, wo es war. Was? Kay, behalt deine Maske auf! Ah, okay, er hat auch keine Maske auf. Deswegen hat sie gerade gemerkt, dass da anscheinend gar nichts ist. Ist jetzt aber die Frage, ob das stimmt. Also, ob die Gegend wirklich... Die Regierung brannte ein Loch durch die Erde.
Gehen wir jetzt hier auf die, echt jetzt? Gehen die jetzt hier auf die Hollow Earth ein? Oder meint er damit einfach nur, dass ein Loch quasi in den Boden gebuddelt wurde? Also nicht bis runter ins Mittlere der Erde. Ich sag euch, die Serie könnte wirklich Bezug nehmen auf Godzilla X Kong. Oder Godzilla End Kong. Ich weiß noch nicht, wie man den Namen ausspricht. Hey, würdest du das lassen? Ja gut, sie hat es vorhin eh schon ausgehabt, also scheiß doch drauf. Tun wir aber nicht. Er hatte wohl recht. Es ist ein Märchen. Was würdet ihr jetzt machen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn dieser Geigerzähler nicht ausschlagen würde, würdet ihr einfach die Masken ausziehen, weil ihr euch denkt, ey, wird ja nichts angezeigt, oder würdet ihr euch denken, nee, Mann. Ich würde die, glaube ich, trotzdem auflassen. Ich würde die Maske da nicht ausziehen. Ihr Beweis. Die Fotos. Wollte ich gerade sagen, da sind zigtausend Fotos an der Wand. Da sind überall Fotos vom Vater. Ich verurteile sie nicht. Aber seid ihr gar nicht neugierig, wen er zuerst betrogen hat? Deine Mutter oder meine? Gute Frage. Einen von beiden muss er ja zuerst betrogen haben. Das sind die beiden Hauptfiguren. Kate und eben ihr Bruder. Und die beiden wollen jetzt in der Serie herausfinden, was mit Hiroshi passiert ist. Aber der muss irgendeinen Bezug zu Monarch haben. Oh, bitte hilf mir zu verstehen. Also ich verstehe es doch selber nicht. Die Zeitsprünge, die gehen wirklich schnell. Da muss man aufpassen. Mutos haben atomaren Müll gefressen, ne? Mutos haben diese Batterien gefressen, glaube ich. Aber Mutos dürfte es hier noch nicht geben. Mutos kam zum allerersten Mal in Godzilla 2014 vor. Und das spielt ja weit davor. Ich bin gerade echt verwirrt, ey. Ich glaube nicht, dass die einen Denkfehler haben. Ich glaube, ich habe einfach gerade einen Denkfehler. Ich komme da gerade nicht so mit, wie das in die Monsterverse-Geschichte reinpasst. 50 Meter voneinander entfernt. Das gilt für die Größeren, die mit 3,8 Meter. Ah, die machen jetzt das, ja, das, was sie auch in Kong Skull Island gemacht haben. Diese seismografischen Messungen, ne, wo die diese, das sind keine Schallwellen, was waren es denn so? Schallwellenähnliche Dinge nach unten schießen. Dadurch können die dann sehen, was unten drunter ist. Warte. Sind das etwa Hohlräume? Was? Kammern. Ist aber nicht die Hohlerde dann tatsächlich. Diese Switch hin und her, Mom, die finde ich gerade ein bisschen anstrengend. Mom? Mom! Oh, Notfallalarm. Boah, Alter, kommt jetzt echt schon ein Kaiju? Boah, Godzilla, das könnte das jetzt auch dieses Flugvieh sein, was wir im Trailer gesehen haben. Ah, diese Schilder, die bringen einen immer zum Schutzraum, verstehe. Gibt's da aber einige davon. Ja, okay, den die U-Bahn zu machen, macht aber auch Sinn. Da musst du keine extra Bunker nach unten bauen, du baust einfach die U-Bahn weiter aus. Beziehungsweise du gehst einfach in die U-Bahn runter und nutzt die als Schutzraum. Was, wenn es keine Übung ist? Du bist doch aus San Francisco. Solltest es besser wissen als wir. Geld, vor allem sollten die gerade in San Francisco auch so Sachen haben. Aber scheinbar haben die das da nicht. Eins zu eins der Shot aus Pacific Rim. Okay. Warum nicht? Okay, jetzt brauchen wir Clark Kent. Wo ist Clark Kent, der immer die gelben Busse aufhält? Alter, da ist Godzilla. Was für ein krasser Shot. Sieht man diese gelben Busse auch im Film? Von 2014? Echt jetzt? Okay, die hat sogar so posttraumatische Anfälle anscheinend. Ist ja krass. Aber wie alt soll die denn sein? Wenn das 2014 eben gerade passiert ist und da scheint sie noch in die Schule gegangen zu sein und das jetzt 2015? 17? 18? Um den Dreh rum?
18, oder? Irgendwo habe ich... 18 kann das sein? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber die muss noch relativ jung sein. Die sah halt zumindest in dem Flashback eben gerade noch sehr jung aus. Und das spielt jetzt ja ein Jahr später. Und da sieht sie auf einmal viel reifer aus. Keine Ahnung, ob das... Ist ja auch wurscht. Komm, sei mal dahingestellt. Wir befinden uns jetzt irgendwo im Untergrund. Ach, das sind diese Tunnel, die sie gefunden haben. Heiliger Bimbam. Also da unten ist definitiv irgendwas. Eine neue Form eines Muto. Die sehen aus wie Embryos. Was? Die neue Form eines Mutos. Da muss aber logischerweise auch der Muto, den wir aus 2014 kennen, eine neue Art eines Mutos gewesen sein, weil das ja davor spielt. Sei vorsichtig. Das geht nie im Leben gut aus. Nie im Leben geht das jetzt gut aus. Entwarnung. Irgendwie ist die Mutter sympathisch. Nicht die Mutter, also die Mutter von ihm. Die Frau, die ist sausympathisch, finde ich. Sehr, sehr herzlich. Ich mag herzliche Menschen. Ja, es ist wirklich so. Es ist ja wirklich auch wie aktuell. Ey, das ist wie in der heutigen Zeit mit den ganzen Krisen, die wir haben oder hatten und immer noch haben. Das Leben muss trotzdem irgendwie wieder weitergehen, ne? Und du hast immer im Hinterkopf, irgendwas brodelt gerade. Das ist sehr freundlich und du kannst dir jetzt gern sagen, was du willst, aber ich würde nichts weniger wollen, als Tee mit der Frau zu trinken, mit der mein Dad meine Mom betrogen hat. Ja, richtig. Du hast nur rausgefunden, dass Dad ein verlogenes Arschloch war. Das ist wahr. Und das reicht dir? Ich schätze, das muss es wohl. Weiß er mehr? Oh, er weiß wirklich mehr. Okay. Wie hat sie das jetzt gewusst? Naja, gut, er hat zwei Familien betrogen. Das wird weder ihr noch sein Geburtstag sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dein Monat, mein Tag, der Monat deiner Mutter, der Tag. Da kommt, ey, da, wer kommt denn auf sowas? Der Tag deines ersten Stuhlgangs. Das ist jetzt, es ist, ey, die Serie wirft extrem viele Fragen auf, was mir gefällt. Aber wie zum Teufel kommt jetzt die Tasche vom Fischerboot dahin? Die Tasche wurde gefunden 2013. Und die Tasche ist 2015 im Spind gelandet. Okay, dafür, dass Monarch geheim bleiben will, haben die ziemlich häufig auf ihren Sachen das Monarch-Logo draufkleben. Und alle so, Monarch kenne ich nicht. Die sind geheim. Nein, eher 70er. Ich kann doch nicht einfach alles stehen und liegen lassen, wenn du Hilfe brauchst. Ist das eine Verflossene von ihm? Hier, sie ist eine Hackerin. May ist nicht das, was man sentimental nennt. Ist das ihr Ding? Ja, okay. Sie ist so ein IT-Nerd. Was ziemlich cool ist. Ich hätte auch gern Plan von Technik. Aber ich bin so ein Technik-Trottel einfach. Ich werde mein Setup hier nie wieder abbauen können, weil ich das nie wieder so hinkriege, wie ich es jetzt hier aufgebaut habe. Das finde ich immer so schwierig mit so Hackern in vielen Filmen oder Serien, dass die sich einfach dann so in die krassesten Systeme einhacken können, einfach von zu Hause aus. Weiß nicht, ich habe noch nie mit einem Profi-Hacker gesprochen, aber ich glaube, so einfach geht das halt nicht. Gerade nicht bei so einer... Ist das jetzt hier Monarch? So wurden wir angepingt. Ja. Wie viel konnten Sie kriegen? Nicht viel, nur ein paar Megabyte. Oh, da ist ein Skullcrawler eben gerade dran gewesen. Da ist das eine Schiff, das wir auch aus dem Trailer kennen. Das glaube ich auch auf Skull Island. Bigfoot. Ist Bigfoot jetzt auch offiziell ein Kaiju, oder was? Sowas wie Soldaten mit diesem Logo. Keine Sau kennt Monarch und dieses Logo ist einfach verdammt nochmal überall drauf. Auf Taschen. Also, nee, sorry. Mal wie Gaffer bei einem Autobahnunfall. Es gibt genug Arschlöcher auch in der echten Welt, die lieber Selfies machen, anstatt irgendwie ihr Hirn zu benutzen oder zu helfen oder sowas. Jedes Arschloch da draußen, das meint beim Autofahren filmen zu müssen. Ey. Aber ich spreche sie nicht mehr. Ah, sie meint, sie spricht sie nicht mehr aus Prinzip. Spricht sie Japanisch nicht mehr. San Francisco 2014. Anscheinend ein Tag
2 Tage, eine Woche nach dem Ende von Godzilla 2014. Das ist nämlich genau das Meer, in dem Godzilla verschwunden ist, glaube ich, am Ende vom Film. Spoiler. Spoiler Ende. Dad, oh mein Gott, geht es dir gut? Wir haben dich ständig angerufen. Wo seid ihr? Wir sind in einem Camp. Okay, das ist ungefähr ein Tag später, glaube ich. Schätze ich mal. Wenn nicht sogar noch am selben Tag. Okay, er ist schlau. Er hat keine Monarch-Tasche um. Ist jetzt der schlauste Monarch-Mitarbeiter hier. Es tut mir leid, Schatz. Und er scheint seine Familie aber trotz allem zu lieben. Also er scheint die nicht einfach für irgendeinen Vorwand. Ich liebe euch beide. Sie und ihre Mutter oder beide Familien? Krasser Typ, was ist mit dem los? Was geht denn da ab? Wir haben etwa eine Woche später einen Anruf von der State Police in Fairbanks, Alaska erhalten. Das Flugzeug, in dem er saß, sei in einem Sturm verschwunden. In Alaska? Wisst ihr, wer in Alaska gefunden wurde? Ghidorah. Ghidorah wird da entdeckt und ist eingefroren. Was, wenn Ghidorah in dem Film schon entdeckt wird, in der Serie schon entdeckt wird und ihr Vater das wusste und Ghidorah kommt ja aus dem Weltall. Und deswegen war das so wichtig, warum auch immer er 2 Familien dafür gehabt hat, vielleicht um irgendwie untertauchen zu können oder irgendwie so ein Kram, keine Ahnung. Das ist meine Großmutter. Oh, die ist auf jeden Fall in Godzillas Fußstapfen getreten. Ah, das ist, der Rückblick zeigt jetzt die Großmutter von ihr. Das heißt, die Großmutter von Kate hat also anscheinend Monarch gegründet. Dann macht's ja Sinn, dass der Vater von Kate damit drin hängt. Und zwar nicht zu wenig. Es macht Sinn. Okay, verstehe. Nur die Erklärung, warum die wirklich jetzt warum er 2 Familien hatte, das müsst ihr mir jetzt irgendwie plausibel erklären. Aber Alaska merke ich mir. Alaska ist halt echt der Ort, in dem Ghidorah im 2. Godzilla-Film auftaucht. Okay, jetzt stirbt irgendeiner von denen. Lass mich raten, Kates Großmutter stirbt jetzt. Die sehen aber nicht aus wie Mutos, Mann. Das sind irgendwelche Kakerlaken. Yo. Hey, die haben Hunger. Die haben richtig Hunger. Ich würde mich echt von da verpissen. Alter. Nee. Keine Chance. Nein! Das war's mit der ersten Episode. Das ist ja ein fieser Cliffhanger, ey. Okay, das ist echt ein fieser Cliffhanger. Ich schätze, die ist wirklich tot. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn die später nochmal auftauchen würde, weil sie irgendwie keine Berechtigung dafür hätte. Ich wüsste nicht, was man jetzt noch mit ihr anfangen sollte. Ich glaube, ihr Tod hat jetzt eher Auswirkungen auf ihren Freund oder Mann, der mit ihr zusammen Monarch gegründet hat. Das könnte jetzt irgendwie eine Geschichte werden. Oder der Vater von Kate weiß, dass ihre Großmutter noch am Leben ist und hat das irgendwie verheimlicht. Ey, ich habe gerade ganz viele Theorien in meiner Birne, die wahrscheinlich alle falsch sein werden. Geile erste Episode auf jeden Fall. Die zweite kommt dann so zeitnah, ich das irgendwie hinkrieg. Und eine ganz klare Episodenbesprechung auch mit meiner Meinung und dem Ganzen, wo wir das alles nochmal aufarbeiten, findet ihr auf meinem Hauptkanal Anon Kaijuverse. Link ist da oben in der Ecke. Könnt ihr gerne draufklicken. Da gibt es dann eben alle Reviews zu den einzelnen Episoden, während es hier auf dem Kanal eben alle Reactions gibt zu einzelnen Episoden. In diesem Sinne, ey, macht mir echt Bock. Ich bin wieder drin und würde sagen, dann sehen wir uns wieder zu Episode 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.